Tag. Ich erzähle Ihnen heute etwas über Gebärmuttermyome und das Beschwerdebild. Gebärmuttermyome sind Muskelknoten, gutartige Muskelknoten, die erstmal aus einer Einzelzelle entstehen. Aus dieser Einzelzelle wird durch Zellteilung mehrere Zellen und diese wachsen dann und erreichen zum Teil beachtliche Größen. Abhängig von der Größe, der Lage und auch der Anzahl der Myome ist auch das Beschwerdebild. Es gibt natürlich auch Fälle, wo die Frauen keinerlei Beschwerden haben, auch wenn viele und große Myome vorhanden sind. Das ist natürlich wunderbar. Aber oftmals ist es so, dass durch die Zunahme der Größe der Myome irgendwann Beschwerden bestehen, die auch einer Behandlung bedürfen. Das Hauptproblem stellen sicherlich die Blutungsstörungen dar. Da gibt es eine große Bandbreite. Hauptsächlich sind es die starken Blutungen, die sehr lang andauernden Blutungen oder auch die Zwischenblutungen. Oder eben auch, wenn man Pech hat, eine Kombination aus allen dreien. Irgendwann mal führt das dann zur Blutarmut, möglicherweise auch zu Kreislaufproblemen. Und dann ist es eigentlich so, dass der Leidensdruck doch so groß wird, dass man auf jeden Fall zum Frauenarzt geht und fragt, welche Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Wir haben ein großes Spektrum an verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Es ist deshalb sehr wichtig, dass wir uns ein Bild machen können, wie die Myome aussehen, wie groß sie sind und wo sie liegen, damit wir sie auch gut beraten können, welche Behandlung für sie auch in Frage kommt. Grundsätzlich können wir aber erstmal unterscheiden. Die eine Behandlungsmöglichkeit ist konservativ, also wir versuchen mit Medikamenten die Symptome, die Blutungen in den Griff zu bekommen. Die andere Option ist die operative Therapie, bei der wir dann eben durch eine Operation die Gebärmutter entsprechend behandeln, sodass die Beschwerden verschwinden. Bei diesen Operationen müssen wir wiederum unterscheiden. Gibt es einmal die Gebärmutter erhaltende Operation und eben die Gebärmutterentfernung. Aber auch eine Gebärmutterentfernung kann man wiederum unterteilen um eine komplette Gebärmutterentfernung oder eine Gebärmutterhalserhaltende Operation. Auch da müssen wir uns ganz individuell mit Ihnen zusammen einen Plan erstellen. Vollständigkeitshalber, obwohl es jetzt nicht in unserem Fachbereich liegt, müssen wir natürlich auch andere Behandlungsmöglichkeiten erwähnen, die jetzt weder operativ noch ganz konservativ sind. Das sind radiologisch-interventionelle Methoden, bei denen man zum Beispiel mit einer Myomembolisation, man nennt es die uterine Arterienembolisation oder einen fokussierten Ultraschall, die Myome behandelt, sie somit zum Schrumpfen bewegt und damit an sich auch eine Beschwerdelinderung erreichen kann. Über diese Methoden, die wir hier nicht durchführen und die auch nicht überall durchgeführt werden können, sondern nur an bestimmten Zentren, kann ich natürlich jetzt nicht allzu viele Worte verlieren. Darüber muss natürlich dann auch der entsprechende Radiologe Sie aufklären, wenn da Interesse besteht. Nichtsdestotrotz werden wir das aber in unserem Gespräch sicherlich erwähnen und Ihnen auch vorschlagen, wenn wir der Meinung sind, dass es für Sie eine gute Option wäre. Heutzutage wird im operativen Bereich überwiegend das endoskopische Verfahren verwendet. Dabei können wir über kleine Schnitte am Bauch auch sehr, sehr große Gebärmuttermyome oder auch große Gebärmuttern ohne weiteres entfernen. Das können wir im Grunde, wie eingangs erwähnt, als in Form einer kompletten Gebärmutteroperation oder einer Gebärmutterhalserhaltenden Operation. Manchmal kann man auch diese Operation, wenn zum Beispiel auch eine Senkung gleichzeitig vorliegt, auch kombinieren mit einer Senkungsoperation. Über diesen Zugangsweg haben wir extrem viele Möglichkeiten. Und wir können tatsächlich uns auch nach Ihren individuellen Wünschen orientieren.